grüße euch. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute gibt es Bratkartoffeln aus gekochten Kartoffeln. Bratkartoffeln aus rohe Kartoffeln habe ich schon gemacht. Vielleicht interessiert es euch auch dieses Rezept. Dann schaut in meinem Kanal nach. Aber heute gibt es Bratkartoffeln aus gekochten Kartoffeln. Wir brauchen noch dazu eine Zwiebel, etwas Speck, Salz, Pfeffer zum Würzen und noch etwas Paprika. Aber wie immer gibt es die Zutatenliste in der Infobox zum Nachlesen. Wenn es euch interessiert, wie ich diese Bratkartoffeln zubereite, dann bleibt einfach dran und Action! Hier haben wir unseren Hauptdarsteller, die Kartoffeln. Die habe ich gestern schon gekocht und jetzt werde ich die Kartoffeln schälen. Die Kartoffeln sind jetzt alle geschält und jetzt werde ich sie in Scheiben schneiden. Jetzt habe ich alle Kartoffeln in Scheiben geschnitten. Das sind übrigens festkochende Kartoffeln. Und jetzt können wir bereits an den Herd gehen und die Kartoffeln anbraten. Ich habe bereits eine Pfanne auf den Herd gestellt, den Herd natürlich angemacht und jetzt werde ich etwas Sonnenblumenöl reintun. Aber ihr dürft ganz gerne Butterschmalz verwenden. Manche sagen, man kann Bratkartoffeln nur mit Butterschmalz machen. Ja, da ist vielleicht was dran, aber ich finde, das kann man wirklich selber entscheiden, was man für ein Fett, ein Öl oder was auch immer nimmt. Das darf man wirklich gerne selber entscheiden. Und wir brauchen noch eine Küchenuhr, weil wir wenden die Kartoffeln nicht mit einem Pfannenwender, sondern wir schwenken nur die Kartoffeln und dann gehen sie uns auch nicht so arg kaputt. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir an mit dem Anbraten. So, man braucht wirklich nicht so viel. Und jetzt gebe ich die Kartoffeln rein. So, ich habe den Herd auf 4 gestellt. Der geht bis 9. Ich werde ihn jetzt aber zurückdrehen auf 3. Und auf meiner Küchenuhr werde ich 4 Minuten mal einstellen. Und so lange werde ich auch nichts machen. Ich werde warten, bis der Wecker klingelt und dann werde ich die Pfanne schwenken. In der Zwischenzeit werde ich die Zwiebel schälen und klein schneiden. So, der Wecker hat geklingelt und jetzt werde ich die Kartoffeln nur schwenken. So, und jetzt werde ich sie wieder in der Pfanne gleichmäßig verteilen. So, jetzt werde ich wieder die 4 Minuten einstellen und wieder überhaupt nichts machen. Einfach nur warten, bis die 4 Minuten abgelaufen sind. So, der Wecker hat wieder geklingelt und jetzt wird die wieder geschwenkt. Ich nehme schon ein bisschen Farbe. Und jetzt wieder gleichmäßig verteilen. So, wieder den Wecker stellen. 4 Minuten. So, der Wecker hat wieder geklingelt. Und jetzt bekommen sie auch die richtig schöne Farbe. So, jetzt werde ich sie nochmal gleichmäßig verteilen in der Pfanne. So, wieder den Wecker stellen. Ne? So, der Wecker hat wieder geklingelt und jetzt schwenke ich wieder. Jetzt sieht man schon, wie schön die geworden sind schon. Okay, so jetzt werde ich sie auch nicht mehr vereinzeln. Jetzt kommen die Zwiebeln dazu.
Das ist ungefähr eine mittelgroße Zwiebel. Auch das kann man sich selbst überlegen, wie viel Zwiebel man da drin mag. So, und der Speck kommt jetzt auch noch dazu, weil wir sind nahezu am Ende angelangt. Okay. So, jetzt werde ich doch lieber nach 2 Minuten immer die Pfanne schwenken. So, Wecker klingelt, das heißt wieder schwenken. Jetzt werde ich die Bratkartoffeln würzen. Würze ich mit etwas Pfeffer. Natürlich Salz. Und etwas Paprika. Den Herd schalte ich jetzt ab und dann kann das mit der Restwärme, können die Gewürze durchziehen. Den Bräunungsgrad der Kartoffeln und der Zwiebeln, den kann man natürlich selber festlegen, wenn man noch nicht zufrieden wäre. Einfach noch ein paar Minuten auf dem Herd lassen. Für meine Bedürfnisse sind die jetzt schon ganz gut, gefallen mir gut und so esse ich sie auch gerne. Und wenn ihr damit noch nicht zufrieden wärt, einfach noch ein paar Minuten auf dem Herd lassen. Die Bratkartoffeln sind jetzt fertig und jetzt gebe ich sie in einen Teller. So schauen jetzt die Bratkartoffeln aus gekochten Kartoffeln aus, mit Zwiebeln und Speck. Da ist natürlich rein optional, den kann man auch weglassen, weil auch die gekochte Kartoffeln kann man ganz einfach zubereiten, ohne Zwiebel, ohne Speck. Jetzt hoffe ich, dass ich euch Lust auf dieses Rezept machen konnte, vielleicht sogar Appetit. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.